Willkommen bei Smartliste. In diesem Video besprechen wir den besten Säbelsägentest. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung, und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen besten Säbelsägentest, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Kawasaki 603.010.370 Multisäge. Mit einem Ergebnis von 1050 Watt können Sie mit der Hubsäge Kawasaki 603.010.370 effizient arbeiten. Sie können Holz bis zu 150 mm tief und auch Metall etwa 5 mm tief reduzieren. Nutzen Sie diese Multifunktionssäge für alle Arten von Sägearbeiten. Schneiden Sie dicke Äste mit einem Durchmesser von ca. 150 mm in Ihrem Hof oder nutzen Sie das einzigartige Sägeblatt für Metall sowie separate Rohrleitungen und auch andere Objekte aus diesem Material. Der Softhold ermöglicht es Ihnen, über einen längeren Zeitraum einfach zu funktionieren. Der Abstandsraum ja sorgt dafür, dass die Säge während des gesamten Verfahrens stabil bleibt und Sie direkt spezifische Schnitte vornehmen können. Umzug auf Nummer 4, haben wir die Makita Resi Pro Säge 1010 Watt. Die Makita JR3050T Hubsäge ist mit 1010 Watt äußerst effektiv. Sie können die Säge verwenden, um Rohrleitungen, Konten oder feste Produkte aus Stahl oder Holz zu schneiden. Mit dem passenden Sägeblatt ist es ebenfalls möglich, mit Kalksandstein umzugehen. Zusätzlich können Sie sowohl gerade als auch abgerundete Schnitte vornehmen. Die Schlagvielfalt ist stufenlos variabel, sodass Sie die ideale Kontrolle über das Werkzeug haben und genauso gut wie nach Produkt sägen können. Dank der eingelegten Gummipads ist die Säge sicher und auch bequem in den Händen. Auf Platz 3 haben wir die Bosch Professional 18 Volt. Die akkulose Hubsäge von Bosch ist nach Angaben des Herstellers besonders geräusch- und vibrationsarm. Sie können die Geschwindigkeit variabel einstellen und somit auch verschiedene Materialien schnell verfeinern. Das LED-Licht sorgt dafür, dass Sie auch bei unzureichendem Licht funktionieren können. Dank des SDS-Sägeblatt-Transformation-Systems ist die Transformation des Sägeblatts unkompliziert. Da die Säge mit 3,4 kg leicht und kompakt ist, können Sie das Gerät für Einhandarbeit und auch oben arbeiten. Als Vorrichtungen für die Säge erhalten Sie insgesamt 3 Sägeblätter für Holz und Stahl, einen L-Box-Einsatz und auch eine L-Box. Umzug auf Nummer 2, haben wir die TechLife Säbelsäge. Die Hubsäge TechLife hat ein Motorisati-Umsitten-Ergebnis von 850 Watt. Diese Leistung ist vielleicht nicht die höchstmögliche in unserem Vergleich, aber nach Angaben des Herstellers reicht es für das Sägen von Holz und Metall. Die Reduktionstiefe beträgt 180 mm für Holz sowie 10 mm für Metall, was zusätzlich im großen Durchschnitt liegt. Bei 3 Metern ist der Kabelfan sehr lang genug, um Ihnen die Flexibilität zu geben, die Sie bei der Arbeit benötigen. Mit den jeweiligen Sägeblättern für Holz und Stahl können Sie eine Vielzahl von Sägearbeiten durchführen. Ein rotierendes Geschäft mit ist leicht verfügbar, um 90 Grad nach links und auch nach rechts zu drehen. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Bosch Professional Säbelsäge. Der Elektromotor der Bosch Spezialsäge GSE 1100E arbeitet mit einem Ergebnis von 1100 Watt zusammen. LED-Leuchten sind in die Immobilien eingebaut, die auch in schlecht beleuchteten Ecken und Winkeln für große Sorgen sorgen. Nach Angaben des Herstellers können Sie die Sägeblätter dank des SDS-Sägeblattwechselsystems schnell und schnell verändern. Dies gibt Ihnen die Alternative, ein Holzsägeblatt ohne nennenswerte Störungen und auch innerhalb von Sekunden durch ein Stein- oder Stahlsägeblatt zu ersetzen. Dank der gummierten Geschäfte mit und dem ergonomisch abgerundeten, gummierten Gerätegehäuse ist die Säbelsäge von Bosch sicher in Ihren Händen. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.